Ja, Teppich, Stühle, sieht schon eher so aus wie in Wohngegenden. Und die Wachen kommen alle schön einzeln, das ist auch nett. Immer und suchen wir weiter nach Fallen. Weiter nach Fallen. So, und rein da. Ja, ich glaube, hier sollten wir langsam vorsichtig werden. Ah, ich höre schon wieder das Gejammer von so einem Sklaven. Verschlossen. Oh, Gefängniszellen. Gerogon, guck du mal nach. Bitte, ich möchte keinen Ärger. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, verspreche ich, artig zu sein. Wir sollten ja einen Sklaven namens Rill suchen. Gucken, ob der hier irgendwo ist. Aber die sehen alle so gleich aus. Das ist schwer zu. Ach. Nö. Das scheinen einfach nur ganz normale Sklaven zu sein. So, Immun, guck mal weiter nach Fallen da vorne. Wenn ihr sie dann durchlässt. Wächter? Oh, wieder so eine Lederrüstung. Die lernen auch nicht dazu. Ja, und dich auch noch. Ist das eine Lore? Ne, das ist eine Lore. Was ist das? Da ist wieder eine abgeschlossene Tür. Nein, nicht abgeschlossen. Ein riesiges leeres Regal. Okay. Hätten sie sich auch irgendwie sparen können. So, gucken wir mal da lang. Wie sich diese Gruppe entwickelt, bisher keine nicht. Falle. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Na gut, Kirogon, hol schon mal vor. Was ist, wenn er eine Falle ist, überlebt er das? Er hat ja am meisten Lebenspunkte. Wow! Warum habe ich das gesagt? Ja, der überlebt schon. Der hat ja am meisten Lebenspunkte. Autosave laden. Ich und meine große Klappe. Ja, da sind wieder zwei Wachen, das wissen wir schon. Ach ja, aber Immun muss auf jeden Fall suchen. Denn eine Blitzfalle in so einer Gegend ist tödlich, wie wir ja schon mal gesehen haben. Dieses Blitz-Ping-Pong, da ist egal, wie viele Lebenspunkte man hat. Außer wir wären hier in Stufe 40, dann wäre es vielleicht egal, aber so, naja. Also, er ist vergiftet. Wo kam das denn her? Na gut, heilen. Und Immun, schau dich mal. Das war doch da, ne? Oh, 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 oh. Genau. Aber das war nicht die Blitzfalle, die war irgendwo hier unten. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Ja, da hast du wohl recht. So, das müsste die Blitzfalle sein. Entschärft, okay. Alle dahin. Guckt nochmal, ob da irgendwas ist. Und dann versuchen wir das Ganze doch mal für uns auszunutzen. Du, hol mal deinen Blitzstab raus. Geh mal dahin. Abspeichern. Und dann schicken wir da den Blitz runter. Und stopp. Blitz. Da. Und weg, 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 weg. Yo, das moralisches Versagen, Wahnsinn. Ja, das kann so ein Blitz schon verursachen. Gerogon, guck mal vor. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Aber das scheint wenigstens kein Angriffszauber zu sein, die Animation. So, dann Dünner hier. Werf mal einen Feuerball dahin. Immun. Da kommt er ja schon. Schieß mal auf den. Shahira. Segne uns. Der Rest wartet einfach. Dünne hier noch ein Feuerball. Nanu.
Ach Mist, ich habe den Stab benutzt. Ah, und der ist jetzt alle. Ärgerlich. Oh, und versucht ihn zu unterbrechen. Aber wenn da jetzt ein Blitz rauskommt, sind wir Geschichte. So, alle auf den. Ah, das sind wieder die Eispfeile-Schießer. Boah, das war ja ein richtig zäher Raum. Hätten wir den Blitz am Anfang nicht geschmissen, der gleich drei umgebracht hat, wäre das richtig übel geworden. So, alle sammeln. Ah, Jehira hat ein Level-Up. Und zwar... Druide Level 6. Komm, hoffentlich neue Zauber. Na gut. Ah. Ja, nee. Es wäre mir echt lieber, wenn sie eine reine Druidin wäre. Dann hätten wir drei Kämpfer, einen richtigen Heiler und Zauberer. Also, Druiden als Zauberer halt. Aber kann man nichts machen. So, Zaubersprüche. Oh, Eile. Diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Eile ist richtig praktisch, aber ist auch Stufe 3. So, was ist mit euch? Ihr seid nur ganz normale Wachen gewesen, ne? Dafür halt viele. Und die Pfeile kennen wir auch noch. So, den kannst du aber trotzdem mal... Ne, kann sie nicht lernen. Oh, natürlich kann sie es nicht lernen. Das ist ja auch die Druidin und nicht die Magierin. So. Lernen, jupp. Lernen, jupp. Kann sie nicht. Kann sie nicht. Lernen, okay. Jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Platz. So. Das kann die identifizieren, das kannst du Imran. Hopp, Pfeile plus 1 und Eispfeile, kennen wir alle schon. Das kann dahin. Die Robe ist plus 1 gegen Schmetterwaffen. Nö, kann auch weg. Der Stab kann dahin, was war das für ein Stab? Lähmungsstab. Ja, der macht mehr Sinn als dieser 8 Schaden Eisstrahl. Der war nicht wirklich beeindruckend. So, gucken wir weiter. Ne. Was mit den drei Jungs? Das waren ganz normale Wachen. Ja. Lederrüstung, ich glaub's nicht. So. Da sind noch die guten Pfeile. So, speichern und Imran sucht nach... Oh, wer bist du? Diese ewige Quelle. Ihr seid mehr ein Haufen Grünschnäbel. Nirgendwo. Kommt ihr zum Saufen her oder will einer von euch Hübschen vielleicht ein bisschen mit mir rumschnuckeln? Ja, an mir ist eine Menge dran. Ha, ha, ha. Uah. Und du findest es auch gar nicht suspekt, dass hier all deine Freunde gerade abgeschlachtet wurden und ja... Aber hier scheint es weiterzugehen. Ja. Fallen? Fragezeichen. Der Rest guckt mal. Ja, keine Falle. Dafür Untote. Und in der Tür festgehalten. Gut, alle da rein. Kommst du dran vorbei? Natürlich nicht. Untote vertreiben wird auch nichts bringen, denke ich mal. Das ist jetzt super schlecht gelaufen. Ja. Düner hier, versuch mal, genau, den Lähmungsstab. Auch ob ich nicht weiß, ob man Untote überhaupt lähmen kann und ob sie da rankommt. Nee, tut sie nicht. Doch, den konnte sie erwischen. Was mit dem? Shahira heil so lange. Keine Heilzauber. Er auch nicht. Ja, nee. Das war's. Lade ich nochmal kurz. Ich habe keine Lust, zurück in die Stadt zu laufen. Und ihr, denke ich mal, auch nicht. Quicksave, da. So, Also, oh, was ist denn das da für ein NPC? Ja, an dir ist eine Menge dran. Schön, schön. Und auch nicht. So, da ist die Tür. Jetzt gehen wir alle zusammen da rein. Und lassen Gerugon vorhuschen, damit sich hier alle reinlaufen.
und wir zusammen draufschlagen können. Obwohl der Platz ist hier echt beschränkt. So. Lass die mal durch. Oh, die passen nicht mehr so durch. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Ja, wieder eine offene Wunde. So. Da sind die Ghule. Kommt mal rein hier. Und drauf da. Alle rauf da. Warum schießt du mit den Eispfeilen im Moment? Ja, ich weiß, ich bin schuld, aber trotzdem. Warum schießt du mit den Eispfeilen im Moment? Die halten ein bisschen mehr aus als sonst, oder kommt mir das nur so vor? Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen auf meiner Seite. Ah, jetzt konnten auch alle draufschlagen. Das wird's gewesen sein. So. Immer noch so eng. Gerogon flitzt mal vor. Ganz schön langer Gang. Na gut, alle zusammen dahin. Gucken, wo die Tür hinführt. Achso, die wird da oben hinführen, wo wir herkommen, ne? Eine Wache? Hey, ihr seid doch diese Abenteurer. Ich ergebe mich. Bitte tut mir nichts. Ich werde auch nicht schreien. Ich will nicht sterben. Lasst mich bitte am Leben. Bringt mich nicht um. Lasst ihr mich am Leben? Macht ihr es? Hä? Schweigt einfach. Bitte schweigt. Nein. Selbstverständlich lassen wir euch am Leben. Erzählt uns einfach alles, was ihr wisst. Das klingt doch gut. Ich erzähle euch alles. Mein Chef, Devaorn, befindet sich im 4. Stock. Ah, also ist er wirklich hier. Er ist der Oberboss. Lasst ihr mich jetzt am Leben? Ja. Und jetzt macht, dass ihr wegkommt. Schön, wir wissen also, dass er hier ist. Das heißt, wir haben schon mal einen der Drahtzieher in unserer Griffreichweite. Hier sind lauter leere Kisten. Na gut. So war das nicht gedacht. Die sind jetzt einfach außenrum gelaufen. Ach ja. Nicht, dass da überall Fallen sein könnten oder Wachen oder dieser Devaorn oder... Naja, aber alles leer. Beziehungsweise sind Sachen drin, die für uns nicht von Interesse sind. Also gehen wir mal dahin zurück und abspeichern. So, aber 4. Geschoss. Also das 1. Geschoss war dann wahrscheinlich die Mine? Oder ist damit das Obergeschoss gemeint, wo wir hier reingegangen sind? Ne, nehmen wir mal die Mine als 1. Geschoss. Dann ist das hier das 2. Also wir müssen noch 2-mal runter. Bisher wissen wir noch gar nicht, wie wir runterkommen. So. Schahira sollte nicht in der ersten Reihe stehen, wenn wir die Tür aufmachen. So, Minsk quetscht dich da mal durch. Gerogon dahin. Und wo ist Khalid? Ah. Da. So. Jetzt kannst du aufmachen. Ein Zwerg. Ah, hier ist dieser Rill, den wir suchen sollten. Ihr da, wartet mal. Sagt, dass ich recht habe. Seid ihr nicht die Söldner, die den Eisenthron so viel Ärger gemacht haben? Ja, das sind wir. Woher hast du diese Informationen? Du siehst aus wie einer der Sklaven des Throns. Gut, ich heiße Rill. Und ich bin Anführer der Sklaven unter dem Mantelwald hier. Ich habe schon von euch gehört, weil ich immer gut höre auf das, was die schwarzen Krallen so sagen. Es scheint, als habe der Eisenthron einen hohen Preis auf den Kopf von Gerogon ausgesetzt. Das wahrscheinlich ihr seid. Genug geredet, wir haben nicht viel Zeit. Ich brauche 100 Goldmünzen. Der Hauptmann der schwarzen Krallen in der ersten Ebene ist nicht gerade für seine Loyalität zum Eisenthron bekannt. Wenn ihr mir das Geld gebt, könnte ich ihn sicher dazu bestechen, wegzusehen, wenn ich mit dem Rest der Sklaven entkomme. Immerhin werden die meisten Krallen mit euch beschäftigt sein. Also, was ist? Klar, für 100 Goldmünzen eine Menge Menschen retten, warum nicht? Hier, nehmt alles an Gold, was du brauchst. Und jetzt haut ihr am besten alle so schnell wie möglich ab. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch das Beste und hoffe, dass ihr diesem üblen Vorhaben ein Ende setzen könnt. Okay. Und du siehst mir auch, als wenn du nicht hierher gehörst. Soll ich euch noch was schmieden oder habt ihr den Fluss nicht gefunden? Schmieden? Was schmieden? Egal. Oh, welch ein erfreulicher Anblick ihr darbietet. Wer auch immer ihr sein mögt. Mir hängen diese Räuber zum Hals heraus. Ich bin die meiste Zeit eingefecht gewesen. Doch wenn ihr eine Keule erübrigen könntet, würde ich sie gerne für eure Sache schwingen.
Also will er sich uns anschließen. Wir haben aber immer noch keinen Platz. Ich habe nicht nur Muskeln, sondern auch in priesterlichen Dingen bewandert. Bei Clan Geddon eine gute Gelegenheit, früheres Unrecht zu sühnen. Kann ich mich euch anschließen? Nee, ich habe keine Verwendung für euch. Seid so frei und geht. Gut, er will noch jede Menge sagen, bevor er geht. Ihr begeht eine Dummheit, indem ihr meine Hilfe ausschlagt. Doch es ist ja bekanntlich mit den Dummen das Glück. Sei es, wie es ist, dann gehe ich also meine eigenen Wege. Dennoch will ich euch sagen, wie man diesen üblen Genossen eins auswischen kann. Diese Mine hier war vor langer Zeit einmal die Heimat meiner Sippe. Bei der Erschließung eines reichhaltigen Eisenerzlagers durchbrachen wir die Ufer eines Flusses. Ja, das haben wir schon gehört. Die meisten von uns kamen in den Fluten ums Leben. Die wenigen Überlebenden, ich unter ihnen, beschlossen, die Mine auf immer dem Verunglückten als Grabmal zu überlassen. Ich verdingte mich als Schmied für den Eisenthron und naiv wie ich war, erzählte ich meinem Freund Rieltar. Ah, Rieltar ist der über Deewon. Und eventuell auch über Saravok, das weiß ich noch nicht. Von meiner Vergangenheit. Durch Folter gelang es ihm, den genauen Ort der Mine aus mir rauszupressen. Und jetzt stößt sich der Thron am Grab meiner Sippe gesund, während er an der Küste das Eisen vorenthält. Hier könnt ihr sehen, wie man zu der Stelle gelangt, an der seinerzeit der Fluss einbrach. Mit den nötigen Kenntnissen kann man den magischen Stöpsel lösen und die Minen wieder unter Wasser setzen. Tut es für mich und für euch selbst. Und für die Sklaven, das hatten wir ja alle schon. Sofern auch ihr dem Thron feindlich gesonnen seid. Ich werde meinen Weg nach draußen ohne euch machen. Da wird sich so mancher auf eine blutige Nase gefasst machen dürfen. Ja, schön, schön. Wir richten ein tierisches Chaos hier unten an. Erstmal Sklaven freilassen, diesen verrückten Zwerg da noch. Die Stöpsel jetzt suchen.